Deutschlandfunk, Sternzeit. 7. Mai. 10.000 Weltraumflüge in Bremen. Für schwerelose Forschung muss man nicht in den Weltraum reisen. Oft reicht der Bremer Fallturm, in dem eine Experimentierkapsel knapp 5 Sekunden nach unten stürzt. Während des freien Falls durch die 110 Meter hohe Röhre herrscht im Innern der Kapsel von der Größe einer Regentonne nur etwa ein Millionstel der Schwerkraft auf der Erde. Damit ist die Mikrogravitation, wie Fachleute sagen, erheblich besser als auf der Raumstation, wo es etliche Störeffekte gibt. Allerdings lassen sich in der Erdumlaufbahn Experimente über Tage und Wochen durchführen. Im Bremer Fallturm bremst die Kapsel nach wenigen Sekunden im Auffangbehälter voller Styroporkügelchen. Bis zu 3-mal am Tag lassen Fachleute ihre Forschung buchstäblich fallen und untersuchen dabei etwa das Verklumpen von Staubteilchen bei der Planetenentstehung, den Transport von Flüssigkeiten in Raumsonden oder das Verhalten von Flammen. In Bremen wurde auch getestet, ob sich die Landekapsel Mascot der Asteroidenmission Hayabusa korrekt von der Muttersonde trennt. Viele Fachleute erproben ihre Instrumente im freien Fall, bevor sie sie auf die Raumstation oder in die Tiefen des Alls schicken. Die Experimentierkapsel lässt sich zudem mit einem Katapult nach oben schießen, bevor sie zurück nach unten stürzt. Dann verdoppelt sich die Forschungszeit auf fast 10 Sekunden. Im Frühjahr feierte das Bremer Team, das die weltweit beste Anlage dieser Art betreibt, Jubiläum. Schon 10.000 Mal war der Fallturm für ein paar Sekunden ein Stück Weltraum auf der Erde.